Warum sind wir in Boxberg Emmelsgrund? Wie stellen wir uns diese ehrgeizige Unterfangen internationale Bauerstellung in den nächsten 10 Jahren vor? Alles das wollen wir heute mit Ihnen ein allererstes Mal bereden. Das heißt also, wir stellen uns vor. Wir stellen uns vor und wollen in dieser Veranstaltung, bei diesem Spaziergang an ausgewählten Orten, wie hier in der Waldparkschule, an der Hotelfachschule und den Emmelsgrundpassagen, machen wir kleine Raste. Begleitet werden wir, das werden Sie hier sehen, irgendwann durch Tänzerinnen und Skater vom Tanzsektor. Das sind die Tänzerinnen und die Skater vom Parcours aus Heidelberg, Mannheim, die durch ihre Aktionen, die Sie hoffentlich mitbekommen werden, in der Wahrnehmung dessen, was Sie sehen, vielleicht so ein bisschen gestört werden oder auch besonders ihr Augenmerk darauf gerichtet wird. Ich sage da nicht mehr dazu. Den Spaziergang schließen wir um 17 Uhr mit einem Podiumsgespräch, das ich moderieren darf. Und dieses Podiumsgespräch hat die zentrale Aussage, was kann die IBA dem Boxberg und Emmelsgrund bringen. Eingeladen zu dem Podiumsgespräch haben wir Maren Hanack. Das ist eine Professorin aus Frankfurt für Städtebau, die bereits erwähnte Frau Sayar, Ingo Slomka, Vorsitzender des Stadtteilvereins Boxberg und Peter Brzezinski als Geschäftsführer der GGH. Die Waldparkschule ist jetzt etwa 50 Jahre alt. Sie ist vor 3 bis 4 Jahren komplett erneuert und saniert worden. Wir sind da eine Ganztagesschule. Es gibt keine Hausaufgaben mehr für die Schüler. Und wir starten jetzt am Dienstag als Gemeinschaftsschule. Das heißt, in Zukunft haben wir hier Schüler mit allen Grundschulempfehlungen in einer Klasse zusammen. Ich muss sagen, der erste Eindruck von der Schule, den ich hatte, war nicht unbedingt ein positiver. Das kam von diesen Außenbereichen, die, finde ich, einen ganz anderen Eindruck machen als die Schule innen. Heute war ich wirklich richtig überrascht, positiv überrascht. Es hieß die ganze Zeit, die Waldparkschule wird die erste Schule sein, die voraussichtlich schließen muss. Man hat sich dann politisch dagegen entschieden und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, denn hier oben gibt es einfach keine große Infrastruktur. Hier gibt es keine Supermärkte, hier fährt man an sich nicht hoch. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wenn wir in einem Stadtteil die weiterführende Schule abschaffen, dass wir dann einen ganz großen Anreiz nehmen, in einen Stadtteil überhaupt noch zu ziehen. Und dadurch, dass wir als Gemeinschaftsschule jetzt hier jeden Bildungsabschluss anbieten, glaube ich, können wir hierüber auch eine immense Aufwertung des Stadtteils erreichen. Während wir hier laufen, geht mir nochmal das Motto von der IBA durch den Kopf: Wissen schafft Stadt. Und da geben wir uns ja die Hand, weil Schule schafft Wissen. So, wir sind jetzt hier an der Hotelfachschule oder sagen wir so, die Hotelfachschule als Zeichen dafür, dass man richtigerweise versucht, Nutzungen in den Stadtteil hineinzubringen, die eine andere Funktion haben als das Wohnen. Wir haben hier das Glück, dass wir mit Herrn Dannenmann, den Rektor oder Direktor der Schule, begrüßen dürfen. Herr Dannenmann. Es war am Anfang, denke ich, von beiden Seiten ein bisschen, man hat von beiden Seiten ein bisschen gefremdelt. Für unsere Studierenden war Heidelberg natürlich auch Altstadt und Romantik und schnell mal kurz rüberspringen und ins Café. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich den Eindruck, dass wir hier gut angekommen sind. Also wir haben vor kurzem eine Umfrage gemacht und von unseren 400 Studierenden, die wir hier zu jeder Zeit haben, sind zwischen 250 und 300 hier oben auf dem Emmelsgrund und auf dem Boxberg untergekommen. Vielen Dank. Wir machen uns weiter auf den Weg Richtung Emmelsgrund. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir heute hier darstellen können, was ein Stadtteilmanagement ist und was wir gemacht haben in den letzten ungefähr 3 Jahren und was wir auch demnächst machen werden. Frau Sayar, wir sehen jetzt hier die Emmelsgrundpassage. Also wenn wir uns den Boxberg angucken, es ist ein bisschen neuer, es ist ein bisschen eine andere Planungsvorstellung. Es ist räumlicher, habe ich den Eindruck. Und dennoch hat man das Gefühl,
da muss noch so ein bisschen mehr Leben in die Bude, oder? Werkstagsüber ist das sehr viel lebendiger hier. Also mein Name ist Joachim Ritter vom Kinder- und Jugendzentrum. Wir haben hier eine Einrichtung der Stadt Heidelberg, das Jugendcafé für die Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen. Wir haben auf der linken Seite vom Kinderschutzbund die Spielstube. Eine Einrichtung, die seit vielen, vielen Jahren hier in der Passage gute Arbeit macht für Kinder bis 10, 11 Jahre, die jetzt heute auch am Samstag geöffnet ist. Die Kollegen sind da. Man kann vielleicht noch was anderes dazu sagen. Es wird immer wieder versucht, hier Cafés zum Beispiel einzurichten, die sich aber nicht halten können. Warum werden sie nicht angenommen? 85-90% der Bevölkerung geht runter ins Tal, um einzukaufen, nicht hier oben. Meine Idealvorstellung wäre immer, man hätte ein Concierge-System hier praktisch für ein oder zwei Blocks. Wer nimmt die Post für wen ab, wer kann Nachrichten hinterlassen und die unmittelbare Ansprache in ihrem Haus. Die Häuser orientieren sich mit ihren Eingängen zu dieser Passage. Da gibt es ein eindeutiges Hinten und Vorne. Die Gebäude haben grüne Vorräume, die einen gewissen Schutz auch geben für die Erdgeschosszonen. Wir haben eingegliedert unterschiedliche platzartige Situationen, vielfältiger Art und Weise. Wie können wir, und ich werbe hier wieder für die IBA, auch Impulse für unser Thema setzen? Und das kann man, glaube ich, generell für den Emmertsgrund sagen. Hier gibt es, was Kunst betrifft, was moderne, auch provokative Kunst betrifft, sehr viel Spielraum. Ne? Viel mehr als in den historischen Quartieren in Heidelberg. Ne? Und das macht uns Spaß dabei. Erstmal darf ich mich vorstellen, mein Name ist Peter Hoffmann, Mitarbeiter im Amt für Stadtentwicklung und Statistik. Und das Bürgerhaus wurde von 2009 bis 2012 saniert. Und parallel zu dieser Sanierung gab es einen ganz intensiven Diskussionsprozess mit den Bürgern im Stadtteil. Dabei war es allen wichtig, dass das Bürgerhaus eben das neue Stadtteilzentrum im Emmertsgrund wird. Aber eben darüber hinaus auch die Möglichkeit bietet, für die Gesamtstadt bis hin in die Region attraktiv zu sein und Veranstaltungen auf den Berg zu holen, um somit auch zu einer Imageverbesserung beizutragen. Ja, mein Name ist Xenia Hirschfeld vom Gebäudemanagement der Stadt Heidelberg. Wir haben in den 10 Jahren jetzt insgesamt mit Sicherheit 13 Millionen investiert. Hier vor uns die Grundschule als einer der ersten Bauabschnitte mit Sporthalle anschließend und dann eben hier ringsum Bürgersaal. Das erste halbe Jahr hier im Medienzentrum und im Café lief schon ganz gut, hat noch Potenzial nach oben, aber das ist, denke ich, generell bei neuen Angeboten so, dass die sich zuerst mal rumsprechen müssen, aber wir sind da auf einem sehr guten Weg. Wir möchten hier aber was bewegen. Und wir möchten mit dem Thema Wissenschaft statt was bewegen und wollen Heidelberg tatsächlich in die Avantgarde der deutschen Bildungsstädte führen, indem wir städtebaulich und architektonisch und pädagogisch diesen Mythos, den Heidelberg seit Jahrhunderten hat, ins 21. Jahrhundert so weit transportieren, dass irgendwann Menschen nach Heidelberg kommen, um auch auf den Boxberg oder den Emmertsgrund zu gehen und sagen, das ist Heidelberg und dort die Stadtführung beginnen, die dann irgendwann in die Romantik kommt. Schönen Abend.